Bruder, ich sag ganz ehrlich, guck mal, bei uns Männern, Bart ist unser Make-up. Ohne Bart sehen wir aus wie Müll. Warum hast du dein Tränentattoo entfernt und wieso hattest du überhaupt ein Tränentattoo? Ah, isso é uma coisa muito minha. Quando tatuei também não disse o porquê de tatuar a ninguém. Nur für euch, Leute. Alles nur für euch. Frisch signiert. Für alle Fans da draußen, Leute. Yo, Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, Leute, ich bin hier in Berlin-Tegel am Flughafen und zwar, wir haben 5 Uhr morgens. Das letzte Mal, wo ich um 5 Uhr morgens aufgestanden bin, ist locker 5-6 Jahre her. Aber egal, Leute, ich mache das nur für uns. Ich fliege heute jetzt nach Istanbul und treffe mich dort mit Ricardo Quaresma. Ricardo Quaresma müsste jedem ein Begriff sein von euch, von all meinen Zuschauern. Portugiesischer Nationalspieler, Besiktas-Spieler. Ich treffe mich heute mit ihm, aber ich sage euch nicht, warum. Deswegen, ihr müsst das Video schauen, um zu wissen, hey, warum trifft er sich überhaupt mit dem? Aber ich kann euch schon mal sagen, ich verlose 2 handsignierte Trikots von ihm im Laufe des Videos. Wie ihr daran teilnehmen könnt, das werdet ihr alle im Laufe des Videos erfahren. Deswegen, Leute, bleibt einfach dran. Wir steigen jetzt in den Flieger. Eingecheckt haben wir schon. Also, ich habe Bock da drauf. Peace. Ich habe jetzt gerade eine Hälfte Dose Mate noch getrunken, davon noch einen Kaffee. Das habe ich ja voll vergessen, dass ich einen Kaffee getrunken habe. Warum habe ich den Mate überhaupt getrunken? Jetzt springe ich im Flugzeug die ganze Zeit hin und her. Scheiße, was mache ich jetzt? Ja, Leute, wir sind jetzt angekommen. Jetzt schnell die Koffer abholen und dann müssen wir schnell durch den Istanbul-Verkehr direkt dahin fahren, wo wir Ricardo treffen. Ich habe euch ja nicht gesagt, wo wir uns treffen. Komm mit. Ja, Leute, ich sag's euch jetzt einfach schon mal. Wir sind hier bei Elitair in Istanbul. Das ist der Yahya. Yahya führt mich heute ein bisschen durch und so. Und Ricardo Quaresma macht heute eine Mikro-Haarpigmentierung hier. Ja? Also so wie er das jetzt hat, ja? Wenn die Haare ausgefallen sind, dass man da so Mikropunkte setzt wie beim Tätowieren und dass es einfach aussieht wie Stoppeln. Und das macht Ricardo Quaresma. Richtig. Der hat schon eine Behandlung gehabt, oder? Genau, er hat schon eine erste Sitzung gehabt. Jetzt heute macht er die zweite und verdichtet das Ganze. Ja. Ich bin gespannt. Und ich bin auch gespannt und seid ihr es auch, weil wir werden ihn auch kennenlernen. Wir werden noch ein paar Fragen stellen. Exklusiv nur wir dürfen das. Dann verlosen wir auch noch die Trikots, ne? Machen wir mal. Für euch, Leute. Alles nur für euch. Ja, Leute, guck mal, wer sogar hier ist. Was geht ab, Matt? Hey, ist alles klar? Alles klar bei dir? Sein Gesicht kennt ihr bestimmt, ja? Hey, Digga. Was machst du hier? Bruder, nix. Ich wurde von Elite Hair Transplant eingeladen. Ja. Und wisst ihr, was das Krasse ist? Bruder, ich will jetzt nicht sagen, ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn, aber ich gucke seine Videos nicht. Aber ich benutze einfach seine Produkte, Digga. Das war übelst spontan. Er sagt zu mir, Dings, Bartman, dies, das. Ich habe seinen Bart, sein Kamm, habe ich immer im Auto, Digga. Immer unten da, wo man schnell zugreifen kann, unterwegs, immer zack, zack, zack. Mama, Mama. Ja, Mann. Ja, was nutzt du für Produkte noch? Nutzt du irgendwas? Guck mal, ehrlich gesagt, Öl, ich bin kein Freund davon, weil ich finde, das ist immer voll eklig an den Händen. Aber weißt du, was mir auffällt? Immer wenn ich das Öl in meinen Bart treibe, dann immer kommen Haare mit raus, weißt du? Und ich mache das immer so, wenn ich duschen gehe, mache ich auch gleichzeitig das Öl. Aber ich glaube, das bringt nicht wirklich was. Oder ich schicke dir meins zu, ja? Wirklich. Versprochen? Ich sofort rein, versprochen. Und dann? Und jetzt, ey, ich halte mein Versprechen, Leute, ihr wisst Bescheid. Ich schicke dir eins zu, ein ganzes Set. Shampoo, Pomade. Sieht man, dass mein Bart ungepflegt ist? Müll ja. So? Ja, ja, ja. Also, mir gibt es auch. Mir hat er auch gegeben. Ja, guck mal, wie schön glatt glänzt, ja? Ja, Bruder, bei dir Maschallah, Bruder. Bruder, ich sag ganz ehrlich, guck mal, bei uns Männern, Bart ist unser Make-up. Ohne Bart sehen wir aus wie Müll. Genau, und ich mache zum Beispiel bei mir, ich mache einen Bart nur, weil ich habe Doppelkinn, Digga. Ich verstehe nicht warum, ich habe einfach ein Doppelkinn. Und deswegen habe ich so ein bisschen längeren Bart, weißt du? Ich bin jetzt gerade auch seit einer Woche in der Türkei. Bruder, ich traue mich nicht, jemanden an meinem Bart zu lassen, weil wenn einer verkackt, du kannst gleich komplett abrasieren, nochmal neu wachsen lassen. Schlimmste, ich schwöre dir. Ja, das ist wie, ich sage immer bei Frauen, wenn die lange Haare haben und die Spitzen geschnitten bekommen, aber so und dann rumholen. Ey, an alle Frauen, warum lässt ihr eure Haare schneiden, Digga? Seid ihr behindert, Digga? Ich hasse das, wenn Frauen ihre Haare schneiden lassen, Digga. Ihr müsst lange Haare haben, Digga. Lasst eure Haare wachsen, Digga. Gönnt euch auf jeden Fall. Gönnt euch Bartman, gönnt euch seine Produkte, Mann. Killer. Cheer.
tudo o que eu tenho tatuado, é a minha família, é coisas que fazem parte da minha vida, coisas que eu passei pela minha vida, então todas elas têm um significado. Warum hast du dein Tränentattoo entfernt und wieso hattest du überhaupt ein Tränentattoo? Ah, isso é uma coisa muito minha. Quando tatuei também não disse o porquê de tatuar a ninguém, uma coisa minha. E tirei porque o meu filho pediu para eu tirar. Então ele dizia que olhava para mim e sentia-me triste com a tatuagem. Was sind deine Lieblingsparfüms? Also die Top 3 deiner Lieblingsparfüms? Não, olha, é difícil, é difícil. Muito difícil para mim porque eu não tenho um perfume certo. Há pessoas que usam um perfume toda a vida. Eu não, eu estou sempre a mudar de perfume. E eu gosto muito de perfumes árabes, perfume que tem cheiro onde tu passas fica. Hast du dir schon mal überlegt, einen Vollbart wachsen zu lassen? Olha, eu já pensei, só que quando eu vou beijar os meus filhos, eles ficam a dizer que fica a picar a cara, então pedem para eu cortar, é difícil deixar crescer barba por causa dos meus filhos. Eu gosto de beijar eles toda hora, então eles estão sempre a dizer que a barba pica, então eu evito deixar crescer. Was hättest du gemacht, wenn du kein Fußballer geworden wärst? É difícil para mim responder a isso, porque o futebol para mim é, tirando a minha família, é a minha vida. E eu, como nasci num bairro difícil, não sei se sem o futebol o que é que eu ia ser, não sei. Podia estar morto, podia estar preso, podia ser traficante, não sei. Sinceramente, não sei. Thank you very much, Ricardo. Thank you. Auf jeden Fall bester Mann, Leute. Und Kuhn hat sich die Zeit sogar genommen, hier beim Tätowieren der Haare noch ein paar Fragen für euch zu beantworten, Leute. Auf jeden Fall Dankeschön nochmal dafür. Wir sind gleich wieder da. Peace. Jo, Leute, was geht ab? Ihr habt gesehen, hier einmal Trikot, einmal unterschrieben. Nächstes Trikot, Leute, auch unterschrieben. Die zwei Dinger könnt ihr gewinnen. Wie ihr gewinnen könnt, ist ganz einfach. Schaut unten in der Infobox, steht alles drin. Schritte, was ihr tun müsst und so weiter. Und diese zwei Trikots gehen an euch raus, Leute. Geile Sache. Frisch signiert. Für alle Fans da draußen, Leute. Ricardo wird jetzt weiter pigmentiert. Das ist seine zweite Sitzung. Und danach hat er noch eine Sitzung. Dann hat er volles Haar. Aber wisst ihr, was das Krasse ist? Wir sind hier in einem riesen Krankenhaus hier in Istanbul. Und hier der ganze Stockwerk sind alles Haartransplantationen von Elite. Ja, wenn du so in die ganzen Räume bis da hinten. Schaut mal, das geht bis da hinten durch und da gleich nochmal weiter. Deswegen folgen wir mal mit. Wir gucken mal hier ein bisschen rum, ob wir irgendwas finden oder ob wir irgendwas dürfen. Ja. Auf jeden Fall, kommt mal mit. Guckt, hier geht's, Leute, hier geht's noch weiter. Also ohne Witz, wie viele Behandlungszimmer gibt es hier, Leute? Komm, wir gucken jetzt mal irgendwo in den Raum rein, ob wir dürfen. Oh, guck mal, da wird transplantiert, Leute. Wir müssen gleich wieder rauskommen. Sonst kriegen wir Ärger, sorry. Auf jeden Fall, hier geht's richtig ab, Leute. Und ich habe die Klinik gesehen, mega große Klinik. Unten in der Infobox ist auch die Klinik verlinkt. Und ihr habt deutsche Ansprechpartner in Berlin. Und ja, ihr braucht nur deutsche Ansprechpartner. Also ihr seid ja alle Deutsche, wenn ihr Videos gucken. Italiener und Spanier gucken meine Videos nicht. Aber Elite ist auch in Italien, in Spanien vertreten, in Frankreich vertreten. Also von daher ist eine Riesenklinik. Guck mal, hier ist sogar ein schöner Weihnachtsbaum. Ja, mit Geschenken darunter. Ne? Was ist das hier? Dr. Balbi Hair Loss Treatment Set. Dr. Balbi Berlin. Das ist der Doktor, der behandelnde Doktor hier, Dr. Balbi. Ich habe viele Kliniken in Istanbul gesehen und die ist einfach sehr sauber und deutsche Standards entsprechend und ja, das sieht richtig nice aus. Auf jeden Fall für alle, Ricardo, alle Fußballfans, Ricardo Quaresma war sogar hier. Wisst ihr Bescheid, ne Leute? Ne, auf jeden Fall sehr, sehr cool. Wenn ihr weitere Videos wollt, dass ich hier in der Klinik mal eine Haartransplantation mitverfolge, dann schreibt es unten in die Kommentare. Schreibt, hey Bartmann, wir wollen von dir eine Haartransplantation verfolgt sehen von Elitair. Dann komme ich auf jeden Fall nochmal hierher und dann schaue ich mir mal an, wie hier so eine Haartransplantation abläuft, wie die ganzen Behandlungsräume aussehen und so weiter. Aber wir waren auf jeden Fall jetzt hier mit Ricardo. Ihr habt gesehen, waren auch andere Influencer aus anderen Ländern da. Und komm, wir machen jetzt so richtig einen auf TV-Sendung. Jetzt sind wir hier wieder vor der Wand. Auf jeden Fall, ja Leute, es hat sehr Spaß gemacht. Es hat mir richtig Bock gemacht. Deswegen, ihr wisst Bescheid, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr wollt, dass ich hierher öfters hierher komme und hier mal was begleite, dann lasst einen Daumen hoch da, schreibt es unten in die Kommentare. Und ja, also von daher, ich wünsche allen Leuten Glück, die bei dem Gewinnspiel mitmachen. Und hier, Elite Hair Transplant.
Dr. Balbi. Dankeschön, dass ich dabei sein durfte und hat Spaß gemacht. Also Leute, peace out, ich bin raus, euer Bartmann. Peace.